Willkommen! In diesem Video lernen Sie die Position zur pädagogischen Institution kennen, die Herbert entwickelt hat. Herbert nennt drei Institutionen der Erziehung: die Familie, die Schule und die Hauslehrer. Für Herberts Auseinandersetzung mit pädagogischen Institutionen sind drei Hintergründe relevant. Zunächst verändern sich die gesellschaftlichen Anforderungen an das Schulwesen angesichts des Aufkommens der bürgerlich-industriellen Produktion. Die feudale Ständegesellschaft wird nicht mehr als Maßstab gesehen. Die Industriegesellschaft beginnt sich zu entwickeln und stellt neue Anforderungen an die Absolventinnen und Absolventen von Schulen. Insbesondere geht es nicht mehr darum, die Absolventinnen und Absolventen auf ihren vorherbestimmten Platz in der Gesellschaft zu verweisen, sondern sie dazu in die Lage zu versetzen, sich frei in der bürgerlichen Gesellschaft zu bewegen und zu bewähren. Als zweiter Hintergrund ist die zunehmende Relevanz von Nationalstaaten, die Fürstentümer und Königreiche abzulösen beginnen, relevant. Damit stellt sich die Frage, wie die Schule im Verhältnis zum Staat und zur Politik zu sehen ist, in einer neuen Art und Weise. Drittens wurde in Preußen zur Zeit Herberts die allgemeine Schule und die Schulpflicht etabliert, ein im Vergleich zu anderen Herzog- oder Fürstentümern später Zeitpunkt, der aber dennoch Herberts Arbeiten zur Konzeption von Schulen beeinflusste. Herbert setzt sich mit den Entwicklungen und den nicht zuletzt von Humboldt entwickelten Konzepten vor allem kritisch auseinander. Dabei stehen zwei Fragen im Mittelpunkt. Herbert diskutiert, inwiefern Schule an Politik oder Pädagogik zu orientieren sei, und er untersucht, wie in der Schule unterrichtet werden kann und die Fähigkeit zu unterrichten vermittelt werden kann. Im Blick auf die Frage nach dem Verhältnis von Staat und Schule lehnt Herbert erstens die Verwendung der Schule als Mittel zur Herbeiführung eines gewünschten Staates ab. Schule kann, wie Herbert bemerkt, nicht als Maschinenwerk betrachtet werden, das zuverlässig bestimmte Ergebnisse hervorbringt. Schule kann zweitens auch nicht einfach an den bestehenden Interessen des Staates orientiert werden, denn diese sind vielfältig und würden den Menschen nur im Blick auf den jeweils vorgesehenen Platz in der Gesellschaft unterrichten wollen und damit die Ausbildung der Vielseitigkeit des Gedankenkreises verhindern. Insofern kann Schule nicht einfach nur für den Staat da sein. Stattdessen ist Schule am Ziel der allgemeinen Bildung für alle auszurichten. Eine frühzeitige Auslese ist aus dem gleichen Grund zu vermeiden. Die allgemeine Bildung hat vielmehr die Vielseitigkeit des Interesses zu fördern. Das sieht Herbert in den preußischen Schulkonzeptionen nicht realisiert und er bezweifelt, dass allgemeine Bildung in einer staatlichen Schule überhaupt einen guten Ort finden kann. Insofern lehnt er staatliche Schulen ab. Herbert kritisiert zugleich auch das Hauslehrerkonzept, weil damit nur die Interessen der jeweiligen Familie und damit des Standes der Familie realisiert werden können. Das aber verhindert die Bildung der Vielseitigkeit des Interesses. Damit ist auch das Hauslehrerkonzept kein guter Weg, um allgemeine Bildung sicherzustellen. Nachdem Herbert sowohl die Schule als auch die Hauslehrerinnen und Hauslehrer als alleinige sinnvolle Lösung verworfen hat, entwickelt er den Vorschlag, professionelle pädagogische Praxis als freien Beruf zu etablieren. Ein solcher Beruf wäre etwa so vorzustellen wie der der Ärztinnen und Ärzte, die zwar auch durch Familien und den Staat finanziert werden, die Maßstäbe ihrer Tätigkeit aber innerhalb des Berufes frei bestimmen. Pädagoginnen und Pädagogen, die sich als freier Berufsstand etablieren, sollen dann durchaus mit Schulen und Familien zusammenarbeiten und durch eine individuell geplante Erziehung, die sich durchaus auch staatlicher Schulen und familiärer Hauslehrerinnen und Hauslehrer bedienen kann, die Beförderung der Vielseitigkeit des Interesses und Berücksichtigung des besonderen Falls sicherstellen. Eine solche Erziehung darf dabei den Einzelnen nicht einfach nur der Vernunft und der Pflicht unterordnen. Im Blick auf die Familienerziehung fordert Herbert vor allem,
dass die Familienerziehung vorbildlich zu sein hat, weil die Erzogenen das ihnen Vorgelebte nachahmen. Er betont dabei die zärtliche Sorge der Mutter und den freundlichen Ernst des Vaters, sieht also durchaus beide in der Pflicht, für eine Erziehung zu sorgen. Allerdings erwähnt er auch, dass eine nicht erfolgreiche Familienerziehung durch die, so wörtlich, wohltätige Humanität eines nicht gemeinen Lehrers ersetzt werden kann. Eine mögliche kompensatorische Funktion pädagogischer Tätigkeit hat Herbert also mitbedacht, aber nicht weiter ausgeführt. Die Frage, wie in der Schule zu unterrichten ist, diskutiert Herbert mit seinem Begriff des pädagogischen Takts und durch theoretische Reflexionen, mit denen die Gestaltung von Curricula, das heißt der Inhalte des Unterrichts, orientiert werden kann. Darüber hinaus entwickelt Herbert das Konzept für ein pädagogisches Seminar, in dem angehende Lehrerinnen und Lehrern die Gelegenheit gegeben werden soll, ihren pädagogischen Takt zu entwickeln. Die Einrichtung eines solchen Seminars wird Herbert allerdings untersagt. Herbert lebt in der Zeit der Frühindustrialisierung und des aufkommenden Nationalstaates. Er setzt sich vor diesem Hintergrund mit der Familie, der staatlichen Schule und den Hauslehrerinnen und Hauslehrern als pädagogischen Institutionen auseinander. Diesen drei Institutionen traut er nicht zu, Bildung zu vermitteln. Daher schlägt Herbert vor, den Beruf der Pädagoginnen und Pädagogen als freien Berufsstand zu etablieren, der sich unabhängig von familiären und staatlichen Interessen an der Bildung der zu Erziehenden orientieren kann. Benner bemerkt treffend, dass Herberts Vorschlag zur Etablierung von Pädagoginnen und Pädagogen als freier Beruf als eher naiv anzusehen ist. Denn er würde nur dazu führen, dass staatliche Schulwesen auf diese Weise von einer Orientierung am vielseitigen Interesse zu entlasten. Und auch die Auswahl von geeigneten Schulen würde nach Benner nur dazu führen, dass die staatlichen Schulen von der Förderung aller, also auch benachteiligter Lernender, entlastet werden würden. Damit sieht Benner es als Aufgabe an, die Einrichtung von Schulen so vorzunehmen, dass eine freie Ausübung der pädagogischen Praxis möglich wird. Auch dieser Vorschlag muss allerdings nicht zuletzt angesichts der derzeit zunehmenden Normierung von Schule durch Bildungsstandards, die sich allerdings erst nach der Veröffentlichung von Benners Kommentar entwickelt hat, als eher optimistisch erscheinen. Die ökonomischen und politischen Interessen sind hier offenbar zu stark. Während ein Vorschlag zur Einrichtung eines pädagogischen Systems, in dem sowohl die familiären Interessen, die staatlichen Interessen, die Entwicklung der Vielseitigkeit des Interesses und die Interessen der einzelnen Lernenden zuverlässig angemessen berücksichtigt werden, steht noch aus. Als Vision wäre die Realisierung eines individualisierten Systems vorstellbar, in dem staatlich sanktionierte Curricula und Inhalte von durch professionelle Pädagoginnen und Pädagogen beratenden Lernenden unter Berücksichtigung der Interessen der Familien ausgewählt werden und damit individuelle Programme entstehen, in denen die zur Rede stehenden Interessen immer wieder so ausbalanciert werden, dass die Orientierung an der Bildung des Menschen sichergestellt wird. Vermutlich ist das aber ebenso naiv wie das Konzept Herberts oder die Hoffnung auf eine pädagogische Reform der Staatsschule.